Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte Emo Thüringen. Wir sammeln immer aktuell Holz ein. Der Wald ist leider runtergekommen, komplett. Der Holz ist weg. Das Holz, oder die Holz, aber keine Ahnung. Und wir sammeln jetzt Holz ein, um ein bisschen Geld zu verdienen. Dann tauschen wir mal eine Seite, dann geht's auch. Und wenn wir das Holz eingekauft haben, so das meiste jedenfalls, werden wir ein bisschen was, ja, machen können wir nichts. Vorbereiten können wir höchstens. Was wir jetzt machen werden, später die Ernte vorbereiten. Das heißt, die Drescher überall schon mal hinstellen. Kurz Kontrolle, ob die alle reparaturbedürftig sind. Eigentlich nicht. Ich habe die alle vorher repariert. Seitdem die stehen, auch kaputt, keine Ahnung. Hoffen wir mal nicht. Dann nimmst du mal mit, ja. Wie gesagt, beim kleinen Holz ist das ein bisschen tragisch. Den großen, den wir haben. Rückwärts fahren wir nicht so. Bergauf, umdrehen noch. Was ist heute los? Wir können die ausmachen nächstes Mal. Und die wollten haben den schönen Holz. Ja, der will nicht so wie ich so will. Dann fahren wir gerade. Und dann geht die rückwärts. So, haben wir einen, den ich haben wollte. So. Absichern und los geht's. Ich nehme den kleinen noch mit. Dann ist er wenigstens weg. Nö, der will nicht. Dann bleibst du halt hier. Oh. Das war wieder kurz davor. So, jetzt fahren wir Richtung Sägewerk. Wieder ein bisschen Holz verkaufen. Leider ist das so, wir können hier nichts tun zurzeit. Wir haben hier noch keine Tiere. Werde ich auch jetzt im Zustand nicht haben werden. Haben werden, gutes Deutsch. Weil eine neue Karte kommt, neue Gebäude kommen, ist die Stelle bereits vorhanden. Und wenn ich neu starte, muss ich alles neu mir anschaffen. Das ist der Aufwand für die kurze Zeit, lohnt sich halt nicht. Natürlich kann auch sein, dass es ein bisschen länger dauert mit der Karte. Das schließe ich mal nicht ganz aus. Auch hier die Karten herstellen. Haben nur begrenzte Freizeit. Das heißt, in der Beziehung Geduld zu haben. Und immer auch dankbar zu sein, dass irgendjemand das macht in seiner Freizeit. Denn ich hätte die Zeit nicht. Oder beziehungsweise, was ich überhaupt nicht hätte, die Ahnung davon. Also ich hätte davon keine Ahnung. So, ein bisschen weniger als weniger. Na, nicht so schön. Ich habe mehr gehabt. Aber wir haben fast. Wir haben fast 200.000, ja fast. Ein bisschen fehlt noch. Weil ich so reell eben auch Geld verdienen könnte, in meiner Ladung Holz verkaufen. Ich glaube die Preise für Holz sind alle im Keller, jetzt wo die ganzen Bäume absterben. Jetzt rächt es sich im Prinzip in der Landwirtschaft, in der Forstwirtschaft vor allen Dingen. Was auf Monokultur gesetzt haben, auf schnell wachsende Fichten. Und das jetzt mit den höheren Temperaturen und Trockenheit vor allen Dingen, denke mal eher mit Trockenheit Probleme haben.
So, da kommt noch der Borkenkäfer hinzu, der sie auf absterbende Bäume so raufwirft, die Blöde. Sie haben auch beschleunigt. Naja, das ist kein Baum für unsere Breiten. Die müssten mal Bäume nehmen, die bei uns überhaupt wachsen. Ne? Dann wäre das sicherlich nicht so dramatisch. Aber gut. Also der Einbaum riecht ungünstig. Den laden wir kurz ab, so geht der aus dem Kurs runter. Wie immer ist das so, ne? Die Bäume, die runter sollen, gehen zum Schluss. Jetzt kommen mir kürze Bäume. Was haben wir uns am Anfang gequält, ohne Autoload, ne? Ja, gut. Schon eine Weile her, ne? Genauso mit Kursplay, das gab es ja Anfang auch nicht. Und man geht aber einen Dank raus an alle Modder, die das machen. Wie gesagt, ich könnte das gar nicht. Zeitmäßig ist auch immer schwierig und eng. Und mit der Ausdauer werde ich auch nicht so einfach. So, erstmal das Ding voll. Drehen wir um. Unser Getreide sieht schön aus, ne? Wird schön gewässert jetzt. Im Sommer holen wir noch die Dünger im Einsatz oder Düngersteuer, sagen wir eher. Hier ist ein Forstweg, wo geht's da hin? Bestimmt ein Selbstmorderweg. Es könnte an der Wiese lang gehen. Das könnte mir vorstellen, dass ich gleich bereue. Wir fahren mal über den Waldweg. Die Schilder zählen euch nicht. Was steht da? Für mich freigestellt. Die Lenkung will nicht so richtig. So, Land. Ja, dann darf ich fahren. Wenn mir mal der Wald gehört, dann ist das so meins. Dann fahre ich hier so lang. Aber ist nicht besser wie die Straße, sagen wir so. So schräge, so wahnsinnig. Wenn ich hier umfalle, bin ich selbst schuld. Die Wiese wäre interessant, aber was kostet die Wiese? Die Wiese ist relativ flach. Was wird der Spaß kosten? Oder ist teuer? Ja, 1,5 Millionen, das haben wir nicht. Ja, das ist nicht schlecht. Gut, können wir ja träumen. Da müssen wir noch vier Bäume fällen. Muss man die Fläche verkaufen da oben. Da haben wir es. Wenn wir an der Wiese ankommen. Aber hier wäre eigentlich eine schöne flache Wiese. Die anderen Wiesen sind ja alle so uneben, ne? Das Sägewerk.
Da reicht noch ein Salageballen. Das ist kein offizieller Weg. Wenn wir hier umfallen, rennen Wasser, auch schlecht. So kann man nicht rum. Hier war schlecht. Ah, schauen wir trotzdem reinzukommen. Junge, auf letzten Meter und wir kommen gleich unten ran. Oh, nee, nein. Das ist hier ganz blöd gefallen. Ja, so ist das. Okay, das ist eine Straße, wenn höher als das Gelände ist, bin ungünstig. Bald noch einen zweiten Radlader für nee, das Sägewerk. Das ist ja eine Katastrophe. Ja, das ist ein kalter Sommer. Eher so maifrisch. Also kurz vom Ziel umzufallen ist schon blöd. Dann auf der verkehrten Seite. Nicht da rankommen. Kollision. Jups. Moment. Ah. Vielleicht kriege ich ihn mit rüber geschoben. Schauen wir mal. Ja, sieht schlecht aus. Noch blöder wie vorher. Ja, aber könnte man bald so sagen, wenn wir den rübergezogen kriegen, wird's gehen. Lass mal eine Reifen reinpieken, ne? Dann will ich das vielleicht. Das, aber das ist auch wirklich so, ob das im Reellen eben auch so ist, dass die so leicht umfallen. Ich meine, das ist ja eine schwere Last, die Fahrzeuge ja auch aufgeladen haben. Das ist ja der Schwerpunkt ist weit oben. Ab und zu mal sehe ich die hier auch fahren. Die Straße. Kontlaster. So. Also Tag des. Ja, lädt ab. Wieder aufladen. Ein paar Meter so früh.
Gut, verkauft. Das ging mir mal gut heute. Ja, wir fahren mal ganz gerne um. Jetzt haben wir schon mal 240.000, das ist mal nicht schlecht. Wenn ich hochrechne, haben wir bald ja, eine 500.000 verdient. Insgesamt bis jetzt, also heute und gestern. Beziehungsweise vorgestern im Spiel. Was wir den Tag für nachts gespult haben. Jetzt wollte ich mal schauen, weil die Gerste ist, wie auf 15% ist, oder und Raps vor allen Dingen. Wenn er blüht, dann wird er auch reif. Wenn er nicht blüht, ist er nicht reif. Dann wird er nicht reif. Im Idealfall wäre das so, dass die Raps blüht. Das ist schon mal nicht schlecht. Schön gleichmäßig, keine. Ah, herrlich. Raps 50%. Ja, das ist schon mal ganz gut. 40% der Feuchtigkeit. Feuchtigkeit in der Erde. 100% der Frucht. Oder? Ja, Wachstum ist da. Im Grunde genau gleich wie mit. Sag schon, Weizen. Wir fahren mal kurz zum Gerstefeld. Der ein Stückchen fehlt da vorne. Hier gleich hin. Die können wir mal drehen, glaube ich. Das ist machbar. So, dann sind wir hier. Erste. Prozent. Der Rest genau das gleiche wie bei Raps und Gerste und Weizen. So, jetzt wollen wir zurückfahren und gleich hier rechts rein und drehen. So eine Stelle, wo es kahl ist, ja gut. Holen wir wieder das Holz. Da wir ja nicht spulen oder nicht spulen müssen, naja, überlegen wir, was wir jetzt machen. Es ist Folge Nummer 4. Euch allen einen schönen Sonntag, wenn die Folge fast zu Ende ist. Fast. Hier vorne haben wir noch ein paar Schneidwerke. Zwei Stück. Sonnenblumen. Muss ich überlegen. Zwei werden reichen. Weil Sonnenblumen werden wir nicht so oft machen. Nächstes Mal nicht. Dann brauchen wir eher Gerätschaften fürs Gras. Aber das ist auch noch nicht so wichtig, die zu kaufen. Den müssen wir wegstellen, weil Düngersteuer immer kleiner ist.
Unsere Plattenschutzplatz müssen auch weggeräumt werden. Eine weitere Halle bauen, da ist aktuell keine Lust, weil ich weiß, alles wieder weg. Den müssen wir hier auch mal wegfahren. Sollen wir mal schauen. Da oben sind noch ein paar Stämme. Ein paar ist gut. Fangen wir unten an, ne? Müssten wir drehen. Oder wir fahren da so rein und dann rückwärts fahren. Mal sehen. Oder dann können wir auch drehen. Ist zwar gefährlich, wegen Umfallen, aber gut. So. Das sind ja die kurzen. Verkehrte Seite. Das ist typisch. Die paar und unten der fahren wir anders. Dass sie nicht mehr drehen. Weil die Vorderräder in der Luft hängen. Check, check. Dann jetzt immer rechts. Dass wir nicht so weit da an der Kante fahren müssen. Wäre nämlich ganz schlecht im Runterfallen. Also Dürreschäden, wenn wir nicht zu erwarten haben. Gut, diese beiden noch und da nach den Runden kommen wir nie an. Das ist genauso lang oder kürzer? Oder länger? Also die 11 Meter Dinger. Dazu werden wir jetzt mal abladen. Wir laden ihn mal kurz ab, weil das besser ist. Natürlich ist das Anführungszeichen blöd, weil die langen Dinger dabei sind. Weil das, wie das passiert, wie ich damit gerade sehe. Ja, gut. Dann müssen wir den Schwerpunkt da hinten legen, dann geht es halt eher. Mal wieder abladen, bis die großen weg sind. So, liebe Freunde, dann lasst euch das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Hoffentlich sehen wir uns mal wieder. Ich hoffe mal, ne? Dann sagt mal Tschüss und Winke, Winke. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.